Wilbert Wildert im Wald des Wahnsinns. Könnte man diese Folge betiteln? Oder auch anders, wie man will. Herzlich willkommen zurück. Shadow of the Erdtree. Wir sind immer noch hier. Das letzte Mal zum Ende der Folge sind wir ja gestorben, weil diese gemeingefährlichen Cook-Hansel-Männer uns auch auf der höchsten Klippe noch erreichen können durch Teleportation, was wir ja nicht wussten. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie da rauf und uns die teuer erstrittenen Seelen zurückholen. Wir sind jetzt wieder hier. Ich beschleunige das mal. Die dürfen mich ja nur nicht sehen. Aber das kriege ich ja hin. Ich bin sehr gut darin, nicht gesehen zu werden. Da muss ich natürlich, jetzt kommt er wieder angewankt. Die sehen aber auch schon wirklich grässlich aus. Tipp, tipp. Die haben alle so einen Stock. Die sind sehr gebrechlich. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was hören können. Vielleicht sind die eher so wie Gehörlose halt, dass sie einfach überdimensioniertes Superauge haben, aber ansonsten keine anderen Sinne. So, ich habe jetzt einen weiten Weg vor mir, nur um mir meine vermaledeiten Seelen da zurückzuholen. Natürlich jetzt echt ein bisschen blöd. Dieses Protestquieken des Ratten-Johnnies da ignoriere ich mal. Was leuchtet da hinten? Das war die Gnade. Wieso habe ich mich denn eigentlich nicht in der Gnade wiederbeleben lassen? Das war doch. Das wäre der deutlich kürzere Weg gewesen. Wieso war denn da überhaupt so eine Statue of America? Unnötig. Oder ist da noch irgendwas? Oder vielleicht, wenn man das Bonfeuer hier noch nicht erreicht hat. Dann vielleicht. Dann wäre das Fair Play. Das stimmt schon, das mit dem Vorbeischleichen. So, hi. Ja, genau. Jetzt lock ich dich da runter. Ich spring dir auf den Kopf. Das ist die höchste Form der Erniedrigung. Hopf. Hopf. Oh, die sind richtig sauer auf mich. Scheiße. Ich kriege immer leichte Panik, wenn mir so jemand im Nacken rumgiert. So, weg jetzt. Jetzt habe ich ein massives Problem, weil ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wieder heile Haut. Ja, vielleicht. Hier. Wir sind schon. Och, kacke. Ich bin wieder schon erneut gestorben jetzt wegen dieser Geschichte. Jetzt habe ich. Ah, ich lebe ja noch aus irgendeinem Grund. Völlig unmöglich. Ah, der Kramschmann. Sie wollen mich haben. Hey, habt ihr das gerade? Ich hab fast noch geschafft. Ich hatte mich schon aufgegeben. Dabei war ich ja noch am Leben. So, was ist jetzt näher dran? Fladio, vielen lieben Dank. Ey, mal ganz ernsthaft. Habt ihr das gesehen, wie ich da noch gelebt habe? Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das überhaupt möglich ist. Tap, 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 tada, tada. Jetzt liegen natürlich meine kostbaren Seelen inmitten dieser unangenehmen Gesellen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da überhaupt rankomme. So, ich habe einfach direkt, die sehen mich ja nicht, die hören mich nicht. Ich quaxel da jetzt lang. Guck mal hier. So, ich habe auch gar keine Angst mehr vor denen. Ich bin überhaupt nicht scheu. Guck mal, ich wage mich ganz dicht dran. Oh.
So. Okay, jetzt sollen wir mal weiterlaufen. Ach du Scheiße, was ist das? Ach so, so ein Rattengesicht. Der hat sich da auch im Busch versteckt. So, also. Ich glaube, da ging es ja nicht weiter. Beziehungsweise da ging es nur runter. So, hör auf jetzt. Dann gehen wir mal hier unten lang. Ich weiß nicht, ob ich mich auch auf den droppen lassen kann, aber ich versuche mal. Das ist ja nicht so ein Hörboy. Das sind ja zwei andere Typen, die sicherlich auch fiese Tricks im Repertoire haben, aber die gucken mich auch beide leider an, ne? Egal. Kann das sein, dass ich gerade dieses... Habt ihr das gerade gesehen? Habe ich diesen Blitz quasi weggeschlagen in der Luft? Das sah ja geil aus. Das hat mir gut gefallen. Wir gehen jetzt hier weiter in den Süden hinein. Tiefer in den Wald des Wahnsinns. Was? Da gehen wir jetzt rauf. Nutzen die dicken Bäume als Deckung. Dann werden die jetzt hier einfach von hinten oder von vorne nehmen. Egal. Meucheln. Da 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 da. Ob die wissen, dass ich ihren Bandenchef, den Oberzauberer, ermordet habe? Ob die wissen, dass ich den besiegt habe? Den stärksten von ihnen? Hat ihnen jemand die Nachricht schon vorbeigebracht? Irgendwann muss das ja mal zu denen durchdringen. Hey, habt ihr gehört? Schabreutz der Mächtige wurde niedergestreckt. Was? Schabreutz? Never! Weißt du eigentlich, wie mächtig Schabreutz ist? Der ist 4 Meter groß und der kann 6 Avatare gleichzeitig beschwören, darunter den Riesenglops und auch den Wirbelwilli und die zwei Feuerspeinen Messdiener. Nie im Leben kann den irgendjemand besiegen. Doch, doch, ich schwöre, ich hab's gehört. Ja, ja. Doch, da war so ein Typ. Und dann irgendwann sickert die Wahrheit so durch, man kann sie nicht länger leugnen, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag in den Ohren dieser niederen Zaubersleute. Und dann in ihren letzten Sekunden wird ihnen bewusst, wer steht da jetzt eigentlich? Das ist der Typ. Das ist der Typ. Und alles, was gesagt wurde, stimmt. Ich hänge fest. Ey, ich bin jetzt hier. Das war aber auch richtig gemein. Zunderig. Ja, ich bin. Ich habe euren obersten Hohepriester Gumblewolf ermordet. Ich bin zurückgekehrt, um auch dem Rest von euch zu zeigen, wo der Ausweg aus diesem Höllenwald ist. Durch die Himmelspforte. Oder das Höllentor, je nachdem, wie ihr euch im Leben so benommen habt. Habt ihr immer euer Ticket bezahlt im Bus? Seid ihr schwarz gefahren? All das wird bei der Endabrechnung, wenn die große Wiege zum Einsatz kommt und euer verschrumpeltes Herz auf die eine Seite und eine Feder auf die andere gelegt wird, dann wird sich herausstellen, welchen Pfad ihr nehmt. Nehmt ihr den Pfad links oder den Pfad rechts? Kommt ihr in den Himmel oder in die Hölle? Wo wird euer Platz sein? Wo kriegt ihr ein rein Mittelhaus? Unterkellert natürlich mit Waschkeller.
renovierungsbedürftig natürlich, also noch keine Wärmepumpen verbaut. Das muss man alles. Was ist denn das? Ich erblicke große Mauern. Da wollen wir hin. Das merke ich mir. Okay, erstmal schauen wir noch kurz hier rüber und dann nähern wir uns mal diesem Mauerwerk. Da muss ja ein bisschen Zivilisation muss da ja sein. Wenn man wahnsinnig ist, kann man keine geraden Mauern bauen. Das ist so wie mit Zeichnern, Malern, die LSD nehmen und dann malen. Das ist ja nicht, sind ja keine geraden Linien mehr. Das ist halt irgendein durchgeknallter Kram. Und so ist das mit diesen Mauern auch. Wenn Leute, die wahnsinnig sind, eine Mauer bauen, dann wird die nicht gerade. Das sieht man der Mauer an. Die Mauer spiegelt den Wahnsinn des Erbauers wider. So, wenn ich jetzt wüsste, ob ich da schon war. Sehe nichts mehr. Ich gehe jetzt zu diesen Mauern, die ziehen mich magisch an. Aber nur weil die Mauern von jemandem erbaut wurden, der nicht wahnsinnig ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht von jemandem bewohnt werden können, der wahnsinnig ist. Da muss man halt aufpassen. Das ist wie mit Menschen. Auch im schönsten Menschenleib kann der Wahnsinn wohnen. Und man sieht es nicht sofort an, ganz im Gegenteil. Je schöner der Mensch, je prächtiger die Mauern, desto größer die Versuchung, den Wahnsinn in ihnen nicht zu sehen. Mal da. Was ist das? Was haben wir hier für einen Ort entdeckt? Noch keine Gnade in Sicht. Da könnte ein Eingang sein. Da. Da ist vielleicht ein Eingang. Über meinem Kopf, da. Erstmal eine Stelle. Was ist das? Oder zurzelt wieder einer lang. Kann ich auf den raufspringen? Ist das tief? Man kann gar nicht so wirklich die Höhe abschätzen, weil das alles so ein brauner Matsch ist. Aber ich würde so ungern jetzt sterben durchs Fallen. Ich glaube fast, ich könnte hier runterhüpfen, aber ich probiere es einfach scheiße wenig. Ja, okay. So, die Zatzelboys lasse ich da jetzt mal in Ruhe. Bewege mich lieber da zum vermeintlichen Eingang. Alter, was ist das denn? Guck mal. So eine Adlerformation. Guck mal. Was haben die denn da? So eine Versammlung oder wie? Oh, kann das sein, wenn die... Oh, vielleicht ist das ein Warnsystem. Warnadler. Wenn die mich sehen... Ich bin ja quasi an denen vorbei. Könnte es sein, wenn die mich sehen, dass sie aufschreckend davonfliegen und das ist die Warnung meines Eintretens, dass quasi dann mein Feind weiß, ich nähere mich und dann besetzt er den Wehrturm oder so. Und jetzt habe ich mich aber an denen vorbeigeschlichen. Sie haben nicht Alarm gekrächzt. Und jetzt kann ich hier schön einfach rein und alle werden überrascht von mir sein. Guck mal, hier ist tatsächlich die Tür. Ah, hier erstmal Gnadignad. Boah, sieht das geil aus. Boah, dieser dicke, dicke Staub. Erstmal ran an die Gnade, dann fühle ich mich direkt... Huh! Come no closer. No closer, I say. The man is worse. Aber das ist eine Gnade, ich kann es nicht. Das ist ein, sorry, ich muss an die Gnade ran. Mithras Pfarrhaus. Du bist außerdem ja ein Geist. Hier hat eindeutig der Wahnsinn gewütet. Ich rede jetzt mal mit dem, vielleicht kann ich ihm helfen. Oh.
So, was sagt er denn? Hallo. Was ist los? Erzähl mal die Geschichte. Folgt den Worten unseres großen Meisters Mithra. Nähert euch dem Wahnsinn nicht, damit ihr ihm nicht erliegt. Ja, okay. Naja. Danke für die Warnung. Also hier ist definitiv jemand komplett ausgerastet. Irgendjemand ist hier komplett ausgerastet. Ich mach mal Folgendes. Kurze Frage, war das eben schon offen hier? War das eben schon offen? Ja, ne? Oder etwa nein? Habe ich das gerade entdeckt? Habe ich gerade ein Alter, ich bin so ein geiler Entdecker heute. Das habe ich allein entdeckt. Ganz allein. Ach du Scheiße. Kra, kra! Das sind... Okay, warte. Der würde mich verraten, den muss ich leider zuerst erlösen. Tagebuchseite. Eine aus einem Tagebuch gerissene Seite, auf der ein mit zittriger Hand geschriebener Abschnitt steht. Ich berührte ihn aber nur einmal. Als er mir seinen Stab ins Gesicht stieß, schob ich ihn beiseite. Dabei habe ich ihn berührt. Den alternden Unberührbaren. Das war offensichtlich ein Fehler. Ich glaube, dass diese Berührung führte zu schlimmen Dingen. Ja, die erinnern mich ein bisschen an die Typen in dem anderen Museum da, in diese anderen... Hi. Einmal da durchgesnackt. Ja, aber hier muss doch noch... Oh, was ist das? Hallo? Hallo? Entweder das ist so eine Art... Ich glaube, ich mache mal hier das Licht an. Also wenn ich jetzt Pfeil und Bogen raushole und den abballer, könnte es vielleicht sein, dass er da runterfällt. Achso, ich habe sogar einen Pfeil und Bogen ausgerüstet. Ich muss mal mehr ein paar Pfeile craften. Was ist das denn hier los? Was haben wir denn hier? Also Knochenpfeile, ich habe so viel dünne... Guck mal, ich habe so viel von diesen Knochen hier. Ich baue jetzt einfach richtig viele 20 da. Und was habe ich noch für Pfeile? Gift. Oh. Mist. Ich hätte direkt Gift machen sollen. So, wovon habe ich jetzt super viele von den Dingern da? Die Knochenpfeile. Die sind jetzt ja nur... Nee. So. Warte mal. Ich probiere mal erstmal so. Nee, das wird's nicht sein. Okay. So, dann lass mich mal schauen. Entweder wir kommen nochmal nach da oben. Oder nicht. Das sind so Dachbalken. Es kann ja sehr gut sein, dass wir da auch nochmal raufkommen. Es kann aber auch sehr gut sein, dass wir das von hier unten machen müssen. Oh, hi. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, das war, wieso habe ich den nicht gebacksteppt? Ich wollte den backsteppen. So, okay. Zurück zu mir und meinen Ideen. So, guck mal. Da ist auch eine Ebene. Möglicherweise kommen wir da einfach auch rauf. Würde ich nicht ausschließen. Wir haben natürlich hier auch diese anderen
Dann haben wir da noch diesen Leuchter da. Erstmal gehen wir darauf und holen uns den da. Die pralle Traube. Ein Augapfel der rasenden Flamme, der von innen angeschwollen ist. Material zur Erschung von Objekten findet man immer seltener. Mit eingebrannten Fingerabdrücken markiert, die beweisen, dass er direkt von den drei Fingern berührt wurde. Okay. Pralle Traube. Ja, was macht die pralle Traube denn? Kann man irgendwas mit bauen? So, hier sieht man schon ein bisschen mehr. Ich glaube, wir müssen da hinkommen. Ich glaube nicht, dass ich von hier arbeite. Wir haben wieder massives Verlaufpotenzial. Was war das? Was ist das jetzt hier? Feuerwerk? Ja, das ist ein Warnungsball. Okay, warte mal, von wo kam der? Das hab ich auch so einen Remote gemacht. Wieder mal da, wieder. Hey! Fuck! Warte. Von wo wird denn hier geballert? Ist das gewesen hier, oder? Da muss irgendjemand da oben stehen. Da ist eine Leiter, guck mal, da kommt man nach oben auf diese Ebene. Was ist das mit dem Kamin hier? Kann man den löschen und dann da so durchhüpfen? Nee. Weil sie zu groß und einladend aus, aber das ist nix. So, da müssen wir irgendwie raufkommen. Oh Mann, ey. Fuck. Wieder so eine Scheiße. Ja, dann darfst du. Ey, das ist exakt das. Ich hasse das in dieser Geschichte. Mann! Ey, seht ihr das, wie oft mir das passiert? Deswegen mache ich das nicht. Diese Kacke mit diesem Mokeball, weil ich immer so doll die Taste drücke. Mann, in den Chin. So, jetzt. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Oh Gott, er macht Fürchterlichkeiten. Mann. Oh Gott, ich hasse es so. Ich kann nicht gleich beschreiben, wie groß mein Hass ist.
Okay, für alle, die sich fragen, warum das passiert. Ich habe die Steuerung ein bisschen umgelegt. Und dieser linke Stick hier, das ist der, womit ich das Item unten links, also wo diese Heilflasche ist, umschalte. Und wenn ich halt so ein bisschen panisch bin, dann bin ich verkrampft und dann drücke ich da aus Versehen rein. Und dann tausche ich das Item und dann merke ich das nicht, weil es ja nicht meine Absicht war, das zu machen. So, und der Typ, man darf sich gar nicht auf den einlassen. Man darf gar nicht an einen Punkt kommen, um den zu heilen. Weil der macht da seine Bewegung, da muss man immer schön dann durchrollen und dann gibt man ihn. Jetzt bin ich natürlich, habe ich genau das Falsche gemacht. Ich mich habe treffen lassen und dann... Okay. Warum knabbert der mich denn an? Darf ich dir einen Tipp geben zu den Flasks? Ja, zu den Flasks kannst du mir gerne einen Tipp geben. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe, ehrlich gesagt, mit dem. Ich glaube, weil... Warum habe ich das umgestellt? Es ist eigentlich eine... Ich hätte es auch, könnte es auch nach oben legen, ne? Ey, das ist eine fantastische Idee. Das ist... Fuck. Ihr habt mich auf eine gute Idee gebracht. Warum... Warte mal. Warum mache ich das nicht so? Ducken ist nach unten. Objekt wechseln. Ja, nach oben. Und das so. Ja, das ist ja viel besser. Das ist ein super guter Tipp. Wieso habe ich das nicht gemacht? Das ist jetzt nämlich bei der Zauberei. Pass auf. Warte. Wer hat's geschrieben? Ich möchte kurz Credits verteilen. Da. Bobo. Bobo hat mich auf den Gedanken gebracht. Das war eine gute Idee von dir. Du wolltest mich natürlich ein bisschen ärgern, aber du hast mich auf eine goldrichtige Idee gebracht und das weiß ich sehr zu schätzen. Wieso habe ich das nicht gleich so gemacht? Keine Ahnung. Weil ich dann, glaube ich, einfach nicht mehr drüber nachdenke und mich lieber 100-mal drüber ärgere, anstatt zu versuchen, das zu optimieren. Das ist auch eine... Ich glaube, in manchen Dingen bin ich sehr stur. Oh, guck mal hier, eine Leiter. Darf man dir jetzt sagen, wie man die Laternenviecher killt? Weil die Info kommt, glaube ich, nicht mehr. Ja, es juckt euch, ne? Ja, sag mal ruhig, wie man die killt. Meinetwegen können wir das jetzt machen. Ei, der Daus, was ist denn? Was ist denn das jetzt hier für eine Versammlung? Kommen denn alle her? Nur noch einer. Die werden immer wieder belebt, oder was? Warte mal. Du bist immer dieselben? Werden die so gecastet, oder was? Nee. Also erstmal hole ich mir das Item, bevor ich hier mit irgendjemandem rede. Was sagt er? Okay. Sagt das Gleiche, ne? Also der, irgendwas ist hier ganz arg aus dem Ruder gelaufen. Der wurde gemobbt. So, hier, ihr streitet euch ein bisschen, ne? Ob das was... bringt jetzt mit diesen Dingern. Warte mal.
Ah, warte mal. Als sie mir seinen Stab ins Gesicht stieß, schob ich ihn beiseite. Ist das der... Ist das an die Leute gerichtet da mit den, mit diese Augenboys? Das heißt, wenn... Ja, ich habe es gerade im Chat auch irgendwie Perry gesehen. Okay, das heißt, wahrscheinlich ist es das, ne? Wenn er... Es gibt irgendeine Animation, ich habe es gar nicht genau gesehen, weil es alles schnell ging, aber... Wenn ich ihn Perry in dem Moment, wo er offensichtlich mir seinen Stab ins Gesicht drücken will, dann kann ich ihn parryen und dann ist er vielleicht verwundbar, weil dabei habe ich ihn berührt, steht dann da. Den alternden Unberührbaren. Okay, der ist ja vorher unberührbar, ich kann ihn nicht treffen, das heißt, ich schubse ihn mit dem Parry beiseite und dann ist er verwundbar. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis, ne? So. Okay, also, dann lass uns mal weiter gucken. Jetzt schmeißt du diese kleinen Fingerkracher durch. Ja, ist immer noch da. So, jetzt hör mal auf. Ich muss ein bisschen Slalom laufen. Das Ding ist immer noch aktiv. Wie lange denn noch? Hör mal auf! Danke. Oh, eine lodernde, rasernde Fläche. Kann das sein, dass es genau das ist, was gerade nach mir geworfen wurde? Ja. So, was ist jetzt hier? Da ist ein... Da kann ich ja rauf. Fällt der dann runter? Da ist erstmal eine Treppe. Ich bin ein bisschen versucht, jetzt auf so einen Kronleuchter zu springen. Vielleicht passiert da noch irgendwas. Aber bevor da nichts passiert und ich da unnötig runterfalle, gehen wir erstmal die Leiter rauf. Ah ja, was haben wir denn hier? Das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Da kann nichts schief gehen. Die Balken halten. Oh Gott. Das ist wieder eine der Situationen, wo da hinten ein Gegner ist und auf mich schießt oder was. Und ich muss hier ausweichen und balancieren und alles gleichzeitig. Oh, das ist eine Gnade. Okay, bevor ich irgendwas mache, gehe ich zur Gnade. Ich gehe nicht in diese anderen Seitenräume rein. Erstmal die Gnade sichern. Was? Oh. Haben wir den schon kennengelernt? Oh, ich habe mich verraten. Die Bücher fallen da runter. Ist doch der vom Anfang, oder nicht? Oh, das ist nicht gut. Ich guck mal kurz einmal hier rein, was jetzt hier ist. Oh nein, mein Bösewicht. Also, richtig hohe Bücherregale. Hier ist eine Leiter, die ist gut. Hier waren wir auch noch nicht. Entschuldigung, ich habe nur noch 3 Flasks, aber... Boah. Also ich habe das Gefühl, hier haben wir auch noch einiges nicht entdeckt. Ich würde jetzt aber trotzdem mal kurz rasten, weil... Wir haben so wenig Flask. Jetzt gehen wir mal hier nochmal in diesen Seitenpfad hinein. Wahrscheinlich ist hier auch was Rattiges, ne? Die sind ekelhafter als man denkt, ne? Guck mal, die haben mich jetzt fast platt gemacht.
Oh, da lebt ja noch mehrere von den Freunden. Heiter da aus. Ich meine, die sind. Oh, war die an? Jetzt ist sie an. Pralle Traube. Ich finde, also die Ratten, die sind natürlich hier eklig und auch nicht zu unterschätzen. Aber bei, in Dark Souls 1 und auch in Bloodborne waren die, glaube ich, noch ein bisschen mächtiger, diese Ratten. Ein Bauplan: lodernde, rasende Flamme. Das kann ich selber bauen, okay. Droppen lassen. Da, ja, da war ich. Das ist der Raum. Das ist gewesen. Da war das Item da oben auf dem Bücherregal. Hier können wir uns auf ein anderes Bücherregal droppen lassen. Die, oder was ist das? Ich glaube aber, da ist nichts weiter. So, das ist auch derselbe Raum. Was? Ich glaube, wir wechseln das mal eben. Und wir ziehen dann wieder die schwere Rüstung an. Ich glaube, das ist jetzt besser. Also die Ausdauer bringt uns jetzt nicht so viel. Und kann ich noch eine Fackel tragen oder bin ich dann? Ich glaube, die muss ich rausnehmen. Doch arg dunkel hier. So. Dann. Ja, die sind jetzt natürlich alle wieder auferstanden. Die leider auch diese dicken Ritter da. Aber ist egal. Jetzt kann ich mich genauso gut nochmal wieder daran setzen. Und mir die zwei Flasks zurückholen. Ich habe mich doch so gut getarnt. Was haben wir hier noch Feines? Das goldene Horn. Oh, guck mal da. Diverse Items noch. Ein bisschen nachdenken. Da oben geht es auch noch irgendwo hin. Da ist. Okay, das heißt, da kommen wir wieder hoch. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, wir können uns hier ohne schlechtes Gewissen droppen lassen, die Items einsammeln und kommen dann hier wieder hoch, wenn wir wollen. Ist auch gut. Ich will einmal noch auf die andere Seite. Was hier ist. Nix, ne? Okay, dann gehen wir darauf. Boah, das war knapp. Da war ich ein bisschen zu optimistisch. Tappelt der jetzt lang? Da unten. Oh, da oben ist noch einer. Oh, Hilfe, Hilfe. Das gute alte Versteckspiel. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Ich komme einfach von hinten, aber bis so ein kleines Schrumpelgehirn das verstanden hat. Er muss doch hier irgendwo sein. Ich habe ihn doch gerade noch. Nein! Au! Okay. Ich glaube, ich müsste eigentlich den. Naja, der da oben schadet mir jetzt erstmal nichts. Aber den müsste ich werden mit dem Bogen runterholen. Gucken, ob er mich in Ruhe lässt. Wenn nicht, dann. Lässt er mich in Ruhe. Boah, ey.
Was ein trostloser Ort. Das muss einstmals richtig prächtig gewesen sein. Der erwartet mich von der anderen Seite. So, wir können die Leiter wieder hochgehen. Ich muss mich kurz orientieren. Da ist noch eine Tür. Ist das ein Shortcut? Ja, das ist nämlich der Anfang. So, wir sind ja durch diese geheime, wenn das wirklich geheim war. Ich glaube ja, hier sind wir durch. Da sind wir rein. Da kamen wir her. Jetzt ist die Frage, ob wir hier alle Abzweigungen genommen haben. Oh, da geht's hoch. Tap, 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 tap. Ja, vielleicht war das Abi-Streich, ne? Kann sein. Manchmal arten Abi-Streiche ja auch aus. Oh, hier ist noch ein Schalter. Nee, das war aber nicht der, den ich vorhin gemacht habe, ne? Was geschieht jetzt? Ah, da. Oh. Aha, da komme ich jetzt rüber. Alles klar. Dann machen wir das doch. Oh. Alles klar. Siehst du? Jetzt weiß ich, wozu dieses Regal gut war. Auf das man springen konnte. So, da hinten ist irgendeine Holde Maid zusammengesackt. Vielleicht ist das... Oh, shit! Fuck! Okay, da werde ich mich mal definitiv auf den Kopf droppen lassen, aber erstmal darüber. Nein, nicht mich verraten. So, was ist das hier? Nanayas Fackel. Sie war so eine Art Obergelehrte, so Principal, Headmistress. So, was kannst du? Eine Fackel, für die eine sterbende, rasende Flamme an einem kleinen Stück Wirbelsäule befestigt wird. In einem weit entfernten Land wurde vor langer Zeit ein Mann geboren, der daran scheiterte, zum Herr der rasenden Flamme zu werden. Alles, was von ihm übrig bleibt, wird sanft von Nanaya gehalten. Einzigartiges Talent. Rasende Flamme des kläglichen Fürsten. Haltet die Fackel nach vorne und spuckt eine rasende Flamme aus. Versetzt alle im Wirkungsbereich in den Wahnsinn, auch den Anwender. Warum denn? Das Talent dauert so lange an, wie es gedrückt gehalten wird, kann in Bewegung eingesetzt werden. Das klingt nach einem sehr eleganten Talent, was selbstverständlich wieder 16 Glauben benötigt. Tja. Dann geht das halt nicht. So. Nanaya. Man so ihr Gesicht, ist das, ja, ist es vom Wahnsinn zerfressen? Man weiß es nicht. Okay, ich befürchte, wir sollten uns jetzt auf den darauf schmeißen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ich hatte das Gefühl, die Steuerung war gerade ein bisschen krunkelig. Irgendwas gerade komisch. So, auf ihn rauf, ne? Und dann mal gucken, was passiert. Okay, das habe ich gebrochen, aber relativ weit am Radius.
klumpig. Man macht gar nicht so viel Schaden, wenn man sich auf die droppt. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Hättet ihr auch hier runterfallen können, bestimmt. Ne? Da tappelt noch einer lang. Das war der von vorhin. Okay, jetzt haben wir hier zwei Wege. Da geht's wieder rauf. Warte, da waren wir auch schon, oder? Ich laufe mal kurz. Ah, ich hab dich schon gesehen. So, hier waren wir doch schon. Die Orientierung wird zunehmend schwieriger, weil alles gleich aussieht. Oh, warte. Warte mal. Die ist doch nicht neu. Hä? Ist die neu? Das ist ja interessant. Offensichtlich waren wir hier doch noch nicht. Ach, guck mal, da kann die auf den Kronleuchter rauf. Und da ist auch eine, dankenswerterweise eine Leiter, falls man runterfällt, weil man den Sprung nicht geschafft hat. Erstmal auf diesen Weg rollen. Bup, 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 bup. Noch eine Geisterasche. Okay. Zwei Stück haben wir hier bekommen. Das ist gut. Ich komme da nicht wieder rüber, das heißt, wir müssen uns hier droppen lassen. Nehme ich mal an. Alter, ernsthaft? Warte, das ist egal. Aber ich komme gar nicht an die Leiter. Oh Mist, ich hätte dagegen springen können. Nein, ich hätte sie runterkicken müssen. Oh, okay. Ja gut, wir können uns ja dahin teleportieren, das ist ja gar kein Problem. Ich hätte sie erstmal runterkicken müssen für den Shortcut-Effekt. Wobei die Frage ist, wenn halt die hier direkt daneben diese wunderbare Gnade ist, dann kann man natürlich sich da auch einfach hin teleportieren. Was? Oh, sieht das? Das sieht aus wie ein Bossraum. Das sieht aus wie ein Bossraum. Ja, dann gehen wir mal rein. 154.000 Seelen, ja, ist klar. Also 80.000, nicht ganz, 75.000 Seelen. Komm, lass uns einmal gucken, ob wir das hinkriegen. Keine Lust jetzt wieder. 30.000 sind 60.000. Ja, komm, easy. Ich mag das nicht, wenn man die ganze Zeit aufpassen muss, dass die Seelen nicht abhanden kommen. So, jetzt brauchen wir noch 16.000. 16.030 Seelen. 16.013 Seelen. So, dann machen wir doch einfach mal. Was haben wir denn noch Feines? 15.000. Dann machen wir. Gebäude passt eher in Resi rein, Resident Evil, ja. Schon ein bisschen, ne? So, erstmal machen wir das. Mal hier auf 7. Was genau machen die eigentlich? Also, Segen des Schattenbaums verbessert was? Angriffskraft und Lebenskraft, vermutlich, oder? Also man macht mehr Schaden und man kann vielleicht auch mehr einstecken. Weiß nicht, ob es auch Resistenzen und so beeinflusst. Was genau macht die Geisterasche? Wo ist der Unterschied? Oh.
Schattenbaum macht Angriffsstärke. Einmal wirst stärker und Verteidigung nimmt zu, ja. Aber was macht das andere? Verbessert Aschen und das Pony. Ah! Okay, die Geisterasche ist für die Summons und für das Pony. Alles klar. Danke, okay. Das habe ich nämlich nicht gecheckt, was das genau macht. Aber okay. Die Asche benutzen wir im Grunde genommen eh nicht. Und das Pony ist natürlich nice. Warte mal, wo war jetzt der? Hier, diese Richtung. Hier war dieser Quälgeist. Also, ist das jetzt ein Boss? Ich vermute ja. Das sieht aus wie ein Bossraum. Warte doch mal, ich will dich gar nicht besiegen. Ja, das war eh noch nicht alles. Es ist doch klar, dass jetzt irgendwas... Okay, komm. Ich hätte gar nicht jetzt so viel... Ich hätte zwei Flasks verloren, wie so ein Depp. Enough. Ja, der war halt verrückt, der war nicht mal... More than enough. Ja, das sagt ihr alle da. Ich kann mir das auch vorstellen, das sieht auch richtig... Jetzt zieht er sich das aus dem Kopf raus. Das geht doch auch anders, du kannst auch oben anfassen. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Nanaya haben wir gerade getroffen, oh Gott. Was machst du denn da? Auch wenn selbst Elden Ring schwarz schaltet, muss das richtig ekelhaft sein, was da gerade passiert. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ah, oh nein, er ist der... Oh, vielleicht sollte ich den blocken auch. Parry machen. Kann ich jetzt aber nicht mehr, dauert zu lange. Oh, so eine Rippenbogenkeule. Der Herr des Wahnsinns, alles klar. Ich habe schon schön noch zwei Flasks vergeudet. Ah, er macht gut Schaden. Okay. Das war jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär, weil das sehr langsame Schläge waren. Alles klar, aber jetzt wissen wir ja, was passiert. Muss ich jetzt jedes Mal den kleinen Hansel auch noch mit platt machen? Wahrscheinlich, oder? Obwohl, nee, wahrscheinlich. Was? Warum? Kann ich die ja nicht essen? Hallo? Ach nein, das ist jetzt ja der andere Dingsbums. Das ist jetzt auch anders. Warte, da muss ich jetzt nach... Warte mal, wo drehe ich denn jetzt hin? Nach unten? Nee. Ah, gut zu wissen. Alles klar, das hat sich auch geändert. Ah, deswegen hat das gerade... Oh ja, doch, okay. The depths of your foolish... So, das war jetzt schon mal besser. Das Gefühl. Ziemlich lange Sequenz. Ich glaube nicht, dass Eis hier unbedingt das Beste ist. Ladezeiten. Doch, Eis ist cool. Der hat schon ein bisschen Schaden genommen, gerade durch das Eis-Ding. Warte mal, der macht ja... Was habe ich für... Doch, ich glaube, ich habe das Ding für Resistenzen auch an.
Okay, jetzt wehrt er sich wieder, oder was? Komm. Nein, der macht richtig gut Schaden, der Boy. Schaden. Ich glaub, was machst du denn jetzt? Was ist jetzt? Was für Scheiße, irgendwas Fieses. Ja, deine Mutter, Alter. Geht's auch ein bisschen weniger. Okay, na, flache Rückgrat auch noch. Ich wusste, nachdem ich den ersten Schlag getroffen hatte, wusste ich, dass er mich hat. Laufe ich denn da hin, wenn er das macht? Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt wegkommt. Dass ich hier jedes Mal den dann noch so wegbremsen. The depths of your food. So. Jetzt habe ich hier nur Eis drauf. Rhythmus! Das war einfach ein schlechter Heiler. Okay, der ist krass. Der hat total ehrlich eine Heilfalle. Ein bisschen aufpassen. Scheiße, wo soll ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich mich da wegkommen soll. Ich bin nur hart. Der ganze Raum ist Pastete. Ich weiß nicht, ob man springen kann vielleicht. Das ist relativ brutal gerade. Oh Gott, ist das dumm. Das ist das dümmste ever. Dass ich mich gegen den Pimmelboss hier. Das gibt's doch nicht. Hat er mich noch angenagt. Was passiert eigentlich, wenn ich den nicht, gar nicht angreife? So hart Schaden. Ich
immer der dritte, ne? Gott, ey. Der hat ein pimmeliges Timing. Der hat ein richtig nerviges Timing. Dritte, immer der dritte, weil der anders ist. Der, das ist kein Rhythmus, also nicht derselbe, sondern das ist ein anderer Schlagrhythmus, der dritte. Also keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Wenn man sich heilen will, kommt der Strahl. Das ist echt schlimm. Okay. Naja. Okay, stellt sich raus. Der ist deutlich. Was ist das denn? Der lädt nicht auf mit diesem Kabel. Ich muss immer die ganze Zeit über das Kabel drin lassen. Da ist der Akku hier kaputt. Na egal. Ja, ich dachte, das wird einfacher. Ist aber nicht so. Was passiert, wenn ich den nicht angreife? Also er greift ja mich an, aber habe ich ja schon gesehen, aber. Ich stehe jetzt hier. Und jetzt gleich nach der Zwischensequenz stehe ich einfach weiter hinten. Weil ich das gar nicht angegeben habe. Ja, jetzt auf einmal sind es vier, oder was? Der dritte, der Kinnhaken ist so scheiße. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt mit dir? Fuck. Nein! Oh, Mann. Das war dumm. Ich dachte, jetzt macht er diesen Feuerteppich. Hat er gar nicht gemacht. Und da bin ich raus und da habe ich gemerkt, er macht da gar nicht wieder rein. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, er hat in dem Moment Frostschaden genommen. Wo er dieses Ding machen wollte. Kann das sein? The depths of your fool. The depth of your foolishness. Der kennt mich ja gar nicht.
Nee, das ist einfach gemein. Letzter Schlag fast am Ende, ne? Richtung des Herrn der Rasenflamme. Der letzte Schlag. Da war ich gerade wieder ein bisschen sauer. Hätte ich nicht gedacht, dass er da noch zwei Schläge braucht. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn ich noch gestorben wäre gerade. Ey, Maxine, du bist immer noch da, oder schon wieder? Ja, hat mir gut gefallen. Jetzt nehmen wir unsere nullen Seelen noch in Besitz. Ist zwar nichts wert, aber es ist von uns. Wir lassen nichts von uns zurück. Was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Ach so, ein Echo. Na gut. Hat am Ende Angst, dass es ein Gier-Nils wird. Ja, es war auch kurz der Gier-Nils, wirklich. Tatsächlich habe ich kurz überlegt, ob ich da nochmal Probleme kriege, weil ich so gierig war. Aber ich habe mir gedacht, komm, ein Schlag, jetzt werde ich da wohl noch unterbringen können. So, wir haben ein bisschen Geld, wir können leveln, ja. Was machen wir? Machen wir wieder Stärke, oder? Bringt uns ein bisschen was. Ich mache Stärke eigentlich nur, damit ich die anderen Waffen mal ausprobieren kann. Jetzt bist du bereit für Mesmer. Meinst du, Maxim? Ausdauer ist auch gut für die bessere Rüstung. Ja, Ausdauer bringt mehr, aber ich krieg ich überhaupt noch vernünftig mehr Ausdauer? Robustheit geht noch ein bisschen hoch, aber der Ausdauerbalken selber vermutlich nicht wirklich relevant. Ich glaube, 30 ist das Cap, ne? Mesmer ist leichter als der? Ach echt? Ach, 40 ist das Ausdauer-Cap. Ich dachte 30. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Stärke gelevelt noch. Es geht um Traglast. Ah, okay. Echt? Ihr fandet Mesmer leichter als den? Okay. Ja, das ist auch immer ein bisschen subjektiv, ne? Ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen gutes Timing gehabt, dass ich den Typen in dieser komischen Supernova unterbrochen habe. Also wir hatten jetzt nicht diese krasse Explosion. Aber ich habe versucht, nah an ihm dran zu bleiben. Offensichtlich kann man das schon beeinflussen. Oder es war einfach pures Glück, dass er immer dann einen Eisschaden genommen hat. So, ich wollte noch ein bisschen... Pass auf. Wir haben 176.000. Wir brauchen 237.000. Es wird einfach immer mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 2050... 60, 61, 1000 oder so. Kann das sein? Hab ich richtig gerechnet? Jetzt gehen ja auch langsam mal die Runen aus, ne?
Können wir uns das überhaupt leisten? Ja, gerade noch so. Gerade noch so. Ey, Maxim, bist du im Urlaub oder was? Bist du noch da? Bist du im Urlaub? Chillst du irgendwo? Was hatte ich gesagt? 237.000. 15.000. Chili hier in Bayern. Nice, sehr gut. Lasst es euch da mal gut gehen. Da bist du ja auch wirklich lange gefahren, ne? Wahrscheinlich. Was wollte ich? Achso. Kannst du mir das empfehlen, wo du bist? Ich überlege, ob ich auch für die Sommerferien nochmal nach Bayern fahre. Ist das gut, wo du da bist? Schick mir das mal. Also nicht im Chat. Schick mir mal, ob das was kann, wo du bist. Ist das was für Sommerferien? So in ein, zwei Wochen? Nein, Nils, eher Ostsee. Ja, Ostsee bin ich ja voll oft. Das ist die Oftsee für mich. Nice, mach das mal. Ich suche tatsächlich noch was für ein, zwei Wochen im August. Machen wir nochmal auf Kondition. By the way, Nils, Fallschaden ist hier mit R2. Ich glaube, du machst immer mit R1. Ernsthaft? Deswegen funktioniert das nicht? Ich habe tatsächlich Fallschaden immer mit R1 gemacht. Ernsthaft? Okay. Warum ist es denn auf einmal R2 und nicht wie bei allen anderen Spielen R1? Ich glaube, hier geht's nicht weiter, aber wir haben ja eventuell auf der anderen Seite noch einen Pfad. Das weiß ich gerade nicht, oder ob das jetzt hier schon durch ist. Was suchst du für einen Spot? Wie meinst du jetzt, für Urlaub oder was? Einfach irgendwas mit Kinderbetreuung. Irgendwas, wo Kinder coole Sachen machen können. So, pass auf. Wir hatten die Leiter, das war der Shortcut. Ja, warte mal. Hier waren wir schon. Ja, ist ja gut. Was, warum lebst du denn noch? Wie hat der denn noch gelebt? Ne, hier waren wir schon. Ich frag mich gerade, ob hier, so suchen wir auch immer. Ja, macht Sinn, oder? Probier doch mal Fränkische Schweiz, Höhlen und so. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber ich hätte eher so... weiß ich auch nicht. Ein bisschen... War mal in Berchtesgaden wunderschön, aber sehr viele Touristen. Ja, ich wäre ja auch Tourist, ne? Das kann man sich als Tourist ja auch nicht so wirklich beschweren. Also ich frage mich gerade, ob wir hier im Schloss alles haben. Das ist ja auch wieder sehr unübersichtlich, alles gleich unaufgeräumt. Lass mich mal kurz überlegen. Dänemark waren wir früher immer mit den Eltern. Ja, Dänemark geht auch immer klar. Klassischer Bauernhof in Bayern mit den Kindern. Ja, irgendwas, wo man... Ey, ich bin da auch nicht... Irgendeine Anlage, wo die Kids auch mal ein bisschen... Dass man selber auch mal ein paar Stunden chillen kann. Und die Kids irgendeinen geilen Scheiß geboten bekommen. Und auch Freunde finden und so. Ja, Centerparks. Ja. Aber so, ich finde irgendwie der Gedanke, so ein bisschen nach Bayern die Natur so ein bisschen genießen. Vielleicht ein bisschen so... Ja, geile Bergluft und dann noch was Deftiges essen. Berchtesgaden, Königssee, Centerparks. Gardasee war sehr schön. Fuerteventura ist auch sehr familienfreundlich. Ja, ich habe gedacht, innerhalb Deutschlands, Österreichs, irgendwas so, irgendwie so. Schweiz. Wäre gar nicht schlecht mal. Fuerteventura muss man ja auch wieder fliegen, ne? So, ey, ganz kurz. Lass mich überlegen. Lass mal in Medias Res gehen hier. Haben wir alles in diesem Pfarrhaus gemacht? Haben wir hier alles gemacht? Debattierraum. Was gibt hier einen Debattierraum? Ich habe mir gar nicht durchgelesen, wie die hießen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, ich habe ja so eine abgemilderte Spoilerpolitik. Normalerweise lasse ich mir ja gar nichts sagen, weil ich das alles selber entdecken möchte. Aber wenn ich einen Ort verlasse
und ich habe hier was Cooles übersehen, dann könnt ihr gerne noch Bescheid sagen, weil sonst würde ich von alleine vielleicht gar nicht mehr herkommen. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal überall durchlaufe, weil ich gerade, fällt mir nichts ein, was ich übersehen haben könnte. Ich glaube, ich war überall. Also das ist diese Gnade, wir kamen, da unten waren wir schon, die Leiter, da geht's runter zu dem anderen Bonfire und hier kamen wir ursprünglich her. Also ich glaube, hier, ich habe hier alles abgesucht. Warst du in dem Raum vor dem ersten Grace im Haus? Achol sagt, ich habe alles gefunden, ja. Ich glaube auch. Klingt danach. Aber ich, die Frage ist, ob hier grundsätzlich in dem Gebiet noch ein bisschen was ist. Hier muss ja auch noch irgendwo ein Kartenstück versteckt sein. Ach so, genau. Ganz am Anfang haben wir noch diese... Ne, das war... War das hier? Ne, das muss ja... Hier muss es ja gewesen sein. Halle des Pfarrhauses. Hinter dem Regal, das du mit dem Schalter vorgeschoben hast, war noch was, ist aber nicht wichtig. Ja, okay. So, jetzt haben wir nämlich hier unten diese Vögelschar. Und dann machen wir hier... Hier war ich vielleicht noch... Da! Hier war ich noch nicht, genau, weil ich nämlich direkt zum... zur Gnade vorgeprescht bin. Das hat man nicht so. Und jetzt haben wir hier diese, diesen Rat hier. Den Rabenrat, der Adler. Was machen die hier? Ach, warte, sind das überhaupt? Das sind ja gar keine Raben. Hä? Warte mal. Hatte ich vorhin einen Knick in der Linse? Sehen die aus der Entfernung aus wie Raben? Oder haben die sich verändert? Haben die sich. Haben die eine Metamorphose gemacht? Oder waren das immer so. Das waren gar keine Raben. Waren das jemals Raben? Adler? Oder. Von hier sehen die aus wie Adler, komm. Von hier sehen die, ihr seht das doch auch. Von hier sehen die aus wie so Weißkopfseeadler. Das sind ja gar keine Vögel. Guck mal, ihr seht das doch auch jetzt. Come on, ihr seht das auch. Aber das sind, sind die... Ne, die sitzen einfach. Und die haben alle aber auch diesen Splitter im Kopf. Haben die überhaupt noch einen Kopf? Die haben gar keinen Kopf mehr. Die haben stattdessen so Knubbel da im... So Leuchtstäbe. Die gehen bestimmt richtig gut auf Konzerten ab. Stellt euch mal vor, 10.000 von denen singen zu irgendeinem Song. Singen nicht, aber leuchten so, so wippen im Takt hin und her. Das ist doch das beste Konzertpublikum überhaupt. Ich will die jetzt eigentlich ungern kaputt kloppen. Ich lasse sie in Ruhe. Ich weiß nicht, was... So einer bin ich nicht. Die tun mir gerade nichts. Okay, also das ist hier dieses, dieses wunderschöne Ding da. Kann man vielleicht noch außen rumlaufen? Lass uns mal schauen. Ah, da sind wieder diese Leute. Ich sollte eigentlich mal... mein Schild ausrüsten. Und zwar das hier. Dass ich diese anderen Typen vielleicht nochmal, wenn es drauf ankommt, parryen kann. So, einmal noch ins Schloss rum. Die sind herrlich langsam, das gefällt mir gut. Die Schlurfis. Wisst ihr, welche die gemeinsten Schlurfis waren? Das war in Demon's Souls. Diese mit dem Brandeisen. War das Demon's Souls? Ich glaube ja. Oder war das Dark Souls? Oder nee, war das Dark Souls 1? Demon's Souls? Oder Dark Souls 3? Es gab so, so Brandeisentypen, die einem den Lebensbalken runtergesaugt haben. In diesem Gefängnis so. Die waren richtig nervig. Aber die hatten auch so Kronleuchter in der Hand teilweise. Also Kerzenhalter. Nicht Kronleuchter. Die waren richtig gemein. Und wenn man die einmal erlebt hat, dann sind diese kleinen Kapellmeister hier, diese Ritualjungen, wie nennt man die?
Messdiener. Die sind dann gar nicht mehr so furchteinflößend. Das war in Dark Souls 3, ja. Aber es gab sich in Demon's Souls auch irgendwie so ähnliche, so Sauger noch? Gab's da nicht so Saugis? Die einen hatten halt so ein Brandeisen. Und dann gab's aber noch so Kopfsauger, glaube ich, die auch so ähnlich waren. So, wir laufen natürlich jetzt hier einmal ums Schloss rum. Ich weiß auch nicht, ob wir in diesem Gebiet hier schon fertig sind. Da oben geht's auch noch hoch hier. Schöne Leuchteblumen. Ein bisschen Licht machen. Ja, gehen wir da oben hoch. Tower of Latria. So, ja, genau. Tower of Latria. So hieß das. I remember. Okay. So, ich lass mal jetzt diese kleinen Falkeneulen in Ruhe. Ist hier ansonsten oben noch was? Nee, ne? Nö. Es ist schade, dass ich meinen Pony hier nicht rufen darf. Ja, ohne Kartenstück ist es natürlich noch schwieriger, sich hier zu orientieren. Da oben wollte ich nochmal rauf, glaube ich, oder? Kann das sein? Traurig, dass das Remake noch immer PlayStation-exklusiv ist und bleiben wird. Ja, das Demon's Souls Remake ist für mich das beste Remake, was ich je gespielt habe. Ich glaube... Nee, Final Fantasy, war das eigentlich ein Remake? Aber ich hatte nie das Original Final Fantasy gespielt. Aber Demon's Souls ist einfach... Also da muss sich jeder ein Beispiel nehmen. Ich wünschte, Mass Effect wäre so geremaked worden. Stellt euch das mal vor. Die hatten diese Qualität mit Mass Effect abgeliefert. Geil wäre das denn gewesen. Hier ist aber nichts mehr. Das ist schon beeindruckend. Oder? Was? Das sieht einfach geil aus. Okay, das können wir nochmal machen. Wir können nochmal... Warte mal, wo war denn... War das hier? Ich glaube, es war hier im Abgrundwald. Das sind die Kirchenruinen. Gehen wir nochmal in den Abgrundwald. Wir können das mal probieren mit dem... Parryn, aber ich weiß nicht mehr genau, ob wir hier... War das hier? Nee. Boah, das sieht halt einfach alles gleich aus, ne? War das hier unten? Ja, da unten. Das war, glaube ich, der erste, oder? Probier das mal. Hey! Hey! Kürbiskopf! Hörst du mich? Komm her! Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Panisch! Vielleicht muss ich mich auch an ihn ranschleichen. Vielleicht sollte ich ihn gar nicht dazu bringen lassen, dass er sich zu mir begibt. Vielleicht muss ich mich einfach zu
zu ihm begeben. Lalalala, er dreht sich um, nein, er sieht mich. Sieht er mich oder sieht er mich nicht? Die neue Show. Erstmal holen wir uns unsere... Hallo. Easy. Das ist ja einfach gar kein Problem gewesen. Okay, sehr gut. Aber das war jetzt auch nicht der Rede wert, oder? Was der mir jetzt hier angeboten hat. Ich dachte, ich krieg was Besseres. Das war ja lächerlich. Das war ja nur so eine pralle Traube. Wo waren denn die anderen? Wir hatten doch... War das hier? Da waren doch noch zwei. Aber welche Gnade war das denn? Das war das hier, war das nicht? Das, ich dachte, das wäre diese gewesen, wo die zwei sind. Oder war das hier? Vereitelt, da war das. Da sind noch zwei. Und zwar hier, da, irgendwo in diese Richtung. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht mit beiden gleichzeitig tanzen geht. Weil die sich dann immer auf einen konzentrieren. Irgendwo hier so, ich glaube hier war das. Jo. So, ja, ich meine, ich muss jetzt ja eh in den Kampf. Ich weiß nicht, was jetzt smart ist. Ich finde es ganz gut, wenn ich jetzt bestimme, was Phase ist. Okay, fuck. Ah, da ist der 2HP. Das wollte ich vermeiden, genau. Ich weiß nicht, vielleicht war das ein bisschen zu früh. Eventuell war das ein bisschen zu früh. Jetzt komme ich von der anderen Seite, glaube ich, ne? Ja. Dann nehmen wir erst den, ja. Laura geht ins Bett. Gute Nacht, Laura. So, wir nehmen jetzt erst den. Was? Ey, come on. Ich war zu spät, glaube ich. Ja, okay, fuck. Das ist komplett Mist. Gerade. Ja, das ist komplett Mist. Ja, okay. Ich habe nur einen Versuch. Ich frage mich, war ich zu früh oder war ich zu spät? Er hebt diesen Stab. Ich glaube, ich war fast schon... Vielleicht war ich auch zu spät. Ich glaube, ich muss direkt, wenn er den Stab hebt, war das. Ich glaube, ich war tatsächlich... Also, weil der Instinkt ist ja eher so, wenn eine Schlagbewegung kommt. Ah, okay, fuck, da kommt... Oh no, das war gemein. Ich konnte den nicht mehr ansetzen. Ah, weil der andere von hinten kam. Das sind aber auch zwei gemeine Brüder, die Freunde. Aber wenn ich ihn beim ersten Mal direkt richtig geparried hätte, dann hätte ich die Zeit gehabt, den Platz zu machen. Wobei, ich muss ja noch einen zweiten Schlag ansetzen und das... Ah, okay. Schleich mich mal lieber rein.
mehr Zeit ich habe, bevor der andere Typ mich bemerkt, desto besser. Dann muss ich auch warten, bis der jetzt woanders hinguckt. Der dahintere soll sich mal wegbewegen. Hab ich mehr Zeit. Dreht er sich mal um jetzt, freundlicherweise? Ja, jetzt könnte es geschehen. Nein, das war wieder zu früh. Verwechselt. Ja, okay, das war's. Hör auf, warte. Also, zu zweit. Also ich habe einen Versuch. Und wenn der erste Parry fehlschlägt, kommt sein Bruder direkt und mischt sich ein. Aber wir machen das jetzt. Ja, der glotzt halt die ganze Zeit rüber. Warte mal, kann ich von unten nach? Ich versuch mal noch mal ganz kurz, bis der sich, vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit, wenn der andere sich jetzt umdreht. Ja, das ist die Kacke. Einfach scheiße. Das Problem ist, dass ich den Typen, nachdem ich ihn geparried habe, muss ich ihn noch einmal oder zweimal schlagen und ich kann mich nicht direkt dem anderen Typen zuwenden. Und das ist der Moment. Aber der ist jetzt ja wieder da, leider. Oder? Oder ist er für immer weg? Okay, der ist für immer weg. Ja, das ist natürlich super. Ja, das ist ja egal. Was? So, ich lasse ihn mal rankommen. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Fuck, Steh auf. Sieht hier nix. Zu früh. Muss ich ihn am besten auf freiem Feld stellen, weil in diesem Gebüsch sieht man nicht so gut, wann der Arm hochgeht. Weil der ist ja auch so dünn, so richtig zweigig. Aber dadurch, dass sie nicht respawnen, ist es ja schon mal ganz gut. Vielleicht kann ich ihn auch einfach anlocken. Und mein Stuhl war zu niedrig, ja. So. Ey, fuck. Dieses Atmen ist so ekelhaft. Zweite Chance. Warte. Nee, okay. Das war zu früh. Ja, ist nicht ganz so einfach, das richtige Timing zu finden. Was war das schlimmste Gebiet für dich von allen Souls-Teilen? Also bei Dark Souls 2 gibt es ein Gebiet, das eigentlich ein Koop-Gebiet ist. Das sagt einem niemand. Und das habe ich ja solo durchgespielt und habe auch keine NPCs beschworen. Und da gibt es ein Gebiet, der heißt, glaube ich, wie heißt der denn? Demon oder irgendein Smelter, Demon Smelter oder Blue Demon Smelter oder irgendwie so heißt der. Und wie gesagt, das ist darauf ausgelegt, dass man es zu zweit spielt, mindestens. Und das wusste ich nicht. Und ich hätte es eh so. Und dann. Doch, come on, das war richtig jetzt. Ja, Schandstadt ist auch komplett ekelhaft.
Alter, okay, das ist zu früh. Wer hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt, dass man das zu zweit spielt? Haben alle gesagt. Haben einfach alle gesagt. Alle! Die haben, die dabei waren. Und da, also der Weg, also erstmal der Boss selber war halt mega anstrengend und der Weg dahin war das eigentliche Problem. Weil man musste einen irre langen Weg zurücklegen und da, also dieser Weg war gespickt mit Gefahren. Das, was ihr hier seht, ist der Kindergeburtstag. Der ist direkt von dem Bossraum in aller Regel eine Gnade, sodass man dann wirklich immer wieder anrennen kann. Und da muss man jedes Mal, das war die Hölle. Klar, es gibt so diese ganzen Gift- und Rotten-Gebiete, so mit den. Das ist auch ekelhaft. Die sind alle immer scheiße, diese Sumpf-Gebiete. Mann, was willst du denn noch? Oh, wieso? Wieso? Auch nur die pralle Traube. Okay. Gibt hier gar keine tolle Belohnung, die mir in Aussicht gestellt wurde. Das Timing zu finden war gerade gar nicht so einfach. Aber ich war zu früh. Ich glaube, wenn der Stab anfängt zu leuchten oder irgendwie sowas, wer ist das Timing? So, keine Ahnung, wo noch einer ist, der mir dafür ein Item gibt. Wo habe ich denn noch einen gesehen? Dein Fazit zu dem Eisgebiet in Dark Souls 2. Oh, was war da nochmal das Eisgebiet? Dark Souls 3 erinnere ich mich an das Eisgebiet. Das war das Add-on, glaube ich. Dark Souls 2 Eisgebiet. War das das mit... Ach, warte mal, das war das mit dem Sarg, ne? Wo man dann durch diesen Schneesturm rennen musste, wo diese Rentiere kamen, die einen immer getreten haben. War das das? Und dann, der Endboss war, da musste man durch so eine komische, durch so eine kleine Schlucht und dann kam man so zu zwei Tigern oder was das war. Ja, das war auch nervig, aber kein Vergleich. Also das war auch hart nervig. Wegen der Orientierung und alles. Aber also dieses Blue Demon Smelter Gebiet ist einfach Platz 1. Südlich vom Mitte Bonfire in dem Gebiet. Ist das Mitte und dann nach unten in Süden? Wir können mal gucken. Einer muss ja noch sein. Ihr habt mir ein Item versprochen. You promised me an Item. Es wäre schön, wenn die Welt dadurch vom Wahnsinn geheilt wäre, wenn man die Typen platt macht. Tja. Können die denn sich noch verstecken? Hier rechts lang? Gucken wir mal. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, die lassen mich nicht. Machen wir wieder einen. Hast du gesehen, was ich mit deinem Bruder? Ja, hast du gesehen. Okay. Boah, hier ist ja ultra dunkel. War ich hier schon mal? Ich erinnere mich gar nicht mehr an diese ekelhafte Dunkelheit. Oh ja, ich glaube, da ist was. Ja, das ist was. Oh fuck, das ist ja noch viel gruseliger als die anderen beiden gerade.
auch eine pralle Traube. Die habe ich hier schon mal wahr. Wie viel haben wir jetzt? 4, ne? Vielleicht kriegt man auch erst die Belohnung, wenn man alle platt gemacht hat und die Reihenfolge ist egal. Das ist immer der 6. Okay, hier endet die Dunkelheit. Da sind die Wasserfälle, also hier waren gerade die anderen zwei, ne? Ne, warte. Ne, die, ja, grob in die Richtung. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Man muss immer nach diesen Gebüschen Ausschau halten. Oder sind es die Gesänge auch? The Raven, gute Nacht. Zur Gnade Waldfahrt und von... Und den wurde er... Was? Waldpfad. Azekin Käsefuß, hallo. Ey Leute, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich... Habe ich vorhin Pelikan und Onimausi gedankt? Ich weiß es nicht mehr. Seid ihr noch da? Ich mach's jetzt. Danke, Leute. Also René, was sagst du? Zur Gnade Waldpfad und den, wo der Inf war, den rechts. Was? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich deine Beschreibung richtig verstanden habe. Was? Invader? Ach, wo der Invader war. Warte mal, hier rechts oder wo war der? War der hier rechts? Hier ist auch diese schaurige Musik. Hier sind auch Gebüsche. Aber die Ratten verstecken sich nicht. Schwede im Flug die Richtung geändert. Ey, ja. Diese Ratten. Ey Leute, ich habe hier gerade ein massives Delay. Wie kommt das denn jetzt? Okay, jetzt geht's. Ich hatte gerade ein ganz komisches Delay in der Steuerung. Firefox Die! Da knallt sie noch eins raus. Vielen Dank. Sag einfach sie. I just assumed. Was? Hast du es überlebt? Warum? Warum? So, wir sind jetzt hier, also genau, quasi Waldpfad. Ich dachte, dass hier der Invader gewesen wäre. Die sind ja eigentlich auch immer, wo, vielleicht hier, wo Wasser ist. Die sind in aller Regel ja immer in der Nähe von Wasser. Aber da kam ich ja her, warte. Ich laufe mal hier weiter. Wasser, Wasser. Weiter südwestlich, jetzt laufe ich nord. Ey, hier sind die Ratten. Ne, okay, dann laufen wir in diese Richtung, südwestlich. Das wäre dann aber hier hoch, da kommen wir nicht hoch. Muss ich denn hier vorbei? Mittlere Gnade nach Süden und leicht nach Westen. Okay, wir setzen nochmal neu an. Das ist die mittlere Gnade hier. Süden.
Ach, war ich jetzt da? War ich schon da? Jetzt habe ich einfach abgebrochen. Süden und leicht Westen. Das wäre hier. Also Süden da. Ja, machen wir hier vorbei. In diese Richtung. Hier ist Wand. Sieht wirklich alles gleich aus, ne? Was sind die denn jetzt? Wo seid ihr? Schaurigkeiten! Aber hier sind wir jetzt bei den Wasserfällen, die hatten wir doch schon. Oder? Die Leute, die hier gelebt haben, haben wir doch schon beseitigt. Also, ich meine, das sind die auf dem Weg zum Wasserfall. Die haben wir schon gemacht. Ich bin nach Norden gerannt. Naja, ich kam ja nicht wirklich nach Süden, weil... Hallo. Hallo. Ah, ich habe doch keine Waffe. Ich hab vorher wissen sollen. Kommt davon. Hey! Ich wollte dir doch gar nichts tun. Ich glaube, ich bin von der anderen Seite. So. Jetzt von hier vielleicht. Aber hier sind die Wasserfälle. Ich meine, hier ist nichts mehr. Da ist der Zauberdude. Alter. Auf der Map direkt südlich vom Side of Grace. Jetzt Süden und Osten. Boah, ey. Ah, okay, dumm. Unnötig. Ja, nichts mehr. Jetzt sind wir Südosten. Wir laufen einfach querfeld ein und raten. Dr. Dorian! Vielen Dank, 25 Monate, das ist ein Jubiläum. 25 ist ein Jubiläum. So, hier ist jetzt Südosten. Hier vielleicht? Fuck, ey. Nee, ich glaube, die Ratten würden sich verstecken. Die haben auch Angst. Boah, wieso muss ich die denn jetzt suchen? Die sind voll die schaurigen Schreckensgestalten. Und ich bin so töricht und suche die auch noch. Sehr weit nach Osten, meinst du? An deiner Stelle. Aber es ist quasi hier und einfach nach Süden vielleicht. Sollen wir mal von hier einfach runter? Vielleicht ist es hier in diesem Bereich. Ja, man darf die Eselkuh nicht benutzen. Ja, das ist wirklich... Muss ich gar nicht. Okay, meint einfach geradeaus. Ich kann auch einfach jetzt weiter nach Osten laufen, aber... So viele unterschiedliche Ideen. Starte von der Grace an der Kirche.
Nein, wenn wir schon mal hier sind und der Talisman so geil ist, ihr sagt ja, mir wurde gesagt, der ist hier für unseren Bild eigentlich ganz geil. Warte mal, hier ist die Dunkelheit, hier waren wir doch schon. Waren wir nicht hier schon? Gerade haben den einen da gefunden, in dieser absoluten Dunkelheit. Das ist eine andere absolute Dunkelheit. Nee, guck mal, hier ist sogar noch ein Item. Das spricht ja dafür, dass wir hier noch gar nicht waren. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Das ist ja so scheiße. Jetzt laufen wir von hier wieder nach Norden. Wir wollten eher nach Osten, diese Richtung. Kann man da jetzt her? Nee, da kann man nicht her. Also jetzt sind wir gleich unterhalb dieser einen Gnade, wo wir eh nochmal gucken wollten. Das wäre dann hier. Das mit dem Talisman stimmt, das mit dem Bild passend nicht. Ah, okay. Also wenn die Ratten aktiv sind, dann... Ach. Wieso treffe ich den nicht? Der duckt sich unter meinem Schlag. Warum darf der das? So, können wir uns doch mal, lass mich doch einfach in Ruhe. Mann, die nerven so! Ich bin auf der Suche nach anderen Sachen. Drängen sich in den Vordergrund, diese penetranten Nagetiere. Bitte Waldpfad, die Gnade nehmen, ist so leicht von da aus. Das ist ja diese hier. Ne, das ist Abgrundwald. Das ist Waldpfad, okay. Waldpfad. Oder nach Süden. Oder was? Waldpfad und jetzt nach Süden. Sag ich jetzt einfach mal. Hier, ach guck mal, da war auch der Typ, gegen den wir gekämpft haben. Jetzt gleich rechts, alles klar. Hier an dem kleinen Gemäuer nach rechts. Und dann hier diesen Weg entlang, nehme ich mal an. Das ist diesen Wasser. Fahrt. Wir sehen hier bereits zaghafte Büsche. Aber ich glaube ja, wenn die Ratten sich zeigen, dann sind hier keine von denen, weil die Ratten haben auch Angst. Was? Es war zeitverzögert. Jetzt bin ich weiter weg, warum? Oh, das kann doch nicht angehen. Okay, ja, wir sind jetzt schon richtig, ja? Ne, warte mal, jetzt sind wir wieder. Wollen wir nach Süden oder jetzt? Das ist ja Westen jetzt. Schon nach Süden? Oder nach Westen? Ich glaube, jetzt gehen wir wieder zurück. Guck mal. Nee, das kann ja nicht sein. Nach Süden, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Und es sieht wirklich auch alles sehr gleich aus. Und du drehst immer kurz um, bevor du da bist. Ja, das ist natürlich unangenehm. Aber ich weiß ja nicht, wo sie wohnen. Das, für mich ist es hier alles... Wir befinden uns jetzt da. Aber hier ist es auf einmal ganz ruhig. Firefoxy Die, du haust heute richtig rein. Vielen Dank. Aber mal, da sind auch diese komischen Nachrichten, aber die hatten wir doch schon. Doch mal in Ruhe jetzt, Ratti. So, da, ich sehe was. Da sehe ich was, alles klar. So, das muss ich mir jetzt merken, weil wenn ich jetzt sterbe, obwohl hier ist vielleicht eine Statue of America, dann... Okay, ich hoffe mal, der ist alleine. Ja. Okay. Oh, ich muss erstmal mein Parry-Schild ausrüsten. Lalalala. Der alleine? Ne, da hinten ist der zweite, aber der ist sehr weit weg. So.
Schlurf, Hans. Oh. Zu spät. Timing ist nicht so leicht zu durchschauen. Aber das Gute ist, da liegen jetzt unsere Seelen. Wir müssen einfach nur den... Oh, da ist er. Riskieren wir das jetzt? Die Seelen hatten wir 40.000 ungefähr, oder? Ist vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm. Wo ist das Problem? Das macht mich gerade wahnsinnig. Erhebt den Stab. Die Büsche, ja. Das waren die Büsche wieder. Mann. Das ist es. Okay, Frohlocken der Älteren. So, was ist es? Ein Talisman, auf dem das Frohlocken des Alternden und Unberührbaren abgebildet ist, dessen Kopf einem Zweig voller reifer Trauben ähnelt. Erhöht die Angriffskraft. Ach so, wenn in der Nähe Wahnsinn ausgelöst wird. Ach so. Na gut. Okay, ich meine, was wir haben, haben wir, ne? Na gut. Was sollen wir denn jetzt? Diesen schaurigen Ort hier verlassen? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Also ein Kartenstück müsste eigentlich noch zu finden sein. Testoklops. Vielen Dank, Testoklops. Also, warte mal ganz kurz. Wir hatten verschiedene Ortschaften, bei denen wir noch nicht gewesen sind. Ich weiß nicht, wir können ja auch wieder herkommen, aber ich glaube, in diesem Gebiet haben wir die größten Ekelhaftigkeiten beseitigt. Wir wollten die Quest noch machen vor Mesmer. Ich glaube, dazu müssen wir diesen Typen finden. Ich weiß nicht mehr genau, wo der ist. Ist das die Hornhold-Greise? Nee, ne? Wo finde ich diesen Typ für die Quest? Weil wir können Mesmer noch nicht machen, bevor wir diesen Typ nicht haben. Karte ist woanders, okay. Archol sagt, ich soll zur Leiter zurückgehen. Dort siehst du was in der Umgebung, in der Burg. Okay, warte mal ganz kurz. Okay, ist das hier die Schattenburg? Ne, das ist die Turmsiedlung. Warte, wo ist die Schattenburg? Welche war das noch von denen? Das ist die? Schloss Enzis? Festung des Tadels? Welche von denen ist die Schattenburg? Oben diese vielleicht? Schattenbergfried, ja, die ist es. Aber wo ist der Heini? Das weiß man nicht.
Schattenburg ist er, aber ist da der Typ, mit dem ich noch sprechen sollte? Und ja, da ist in der Nähe der Leiter, die zum geheimen Sarg führte. Ey, der Balken, stimmt, warte. Sieht man das? Ah ja, so da, da ist der, okay, das sind meine Seelen. Ja, das liegt an dem, an der Einstellung. Dort, wo die Leiter war. Meinst du, Archol, meinst du jetzt in der Schattenburg oder da, wo wir jetzt gerade sind? Schattenburg, ja, okay, nur, dass wir uns da richtig verstehen, alles klar. So, dann, das ist ja, was war das, der Haupteingang? Also hier ist der Haupteingang. Und hier muss ja dann irgendwo, geht's dann ja auch runter. Weiß nicht mehr genau, war das hier? Ah, hier war der Boss. War das davor oder war das hier? Ich muss hier einmal kurz nochmal checken, wo das nochmal war. Doch, das war doch hier weiter und dann runter, oder? Oder war das davor? War das danach oder davor? Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich meine, es geht doch jetzt hier. Okay, das war einfach blöd. Ein blöder. Ach Gott, nee. So, hier ging das doch runter. Da waren die Boote. Wie lange verfolgen die mich denn? Mann, hier ging es doch irgendwo runter. Hier war das Ding. So, können die jetzt, alter Schwede, wie die einfach nicht aufgeben. Und die Leiter war doch, war die nicht hier irgendwo? Mal ein bisschen abhauen. Ah, okay, ich habe jetzt gar kein Schwert in der Hand gehabt. Wir alle durch den Eisnebel laufen. Hat die alle vereist. Mann, das ist immer so, wenn man eigentlich gar nicht mit denen kämpfen will, ne? Dann machen der Nerven die den einfach nur hart. Ich habe gar nicht jetzt mit euch irgendwas zu tun. Meine Güte! Ey, ich will doch nichts von euch! Das ist ja so frech. Zwittern die Morgenluft, ne? Dabei will ich nichts von euch. Wie ich auch nicht treffe, weil die so klein sind, dass ich über sie hinwegschlage. Lass mich doch mal jetzt. Meine Güte. Wir sind im Kindergarten, wo alle aus Versehen eine Crackpfeife genuckelt haben oder so. Das gibt's doch nicht. So. Genau, hier ist die Leiter. So. Okay. Okay, warte, jetzt müsst ihr mich natürlich, ihr müsst mir genau sagen, was. Sprung L1, ja. Wir bleiben auf der oberen Ebene, alles klar. Nicht ausrutschen. Naja, ich passe auf. Okay, dann lassen wir jetzt in Ruhe hier mal gucken, was Phase ist. Die da hinten, die hauen wieder ab. Was haben wir denn hier noch? Da ist noch ein Dach, aber da werden wir sterben, wenn wir da runterspringen. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist der Heini.
Schauen wir mal uns in Ruhe um. Ich bin ganz stolz, dass ich das gefunden habe. Tatsächlich. Oh, was ist das? Oh! Oh, Nadelritterin Leda unterstützen. Ja, das kann ich machen. Und was ist das? Oh Gott! Shit, ein von den beiden muss ich unterstützen. Da unten war ich noch gar nicht. Da liegt noch ein Item. Da war ich noch nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Ah, wen unterstützen wir? Also, pass auf. Leda war die Frau. Also, das Gemeine ist, das Rote suggeriert ja... Das Rote suggeriert ja, das wäre das Böse. Rot steht immer für Böse. Rot ist auch in Vaden und Rot sind diese anderen. Also das alles Rot ist immer böse. Und Gold steht eigentlich für die edle Wahl. Ich muss das jetzt storytechnisch ein bisschen zusammenkriegen. Ich will natürlich das Gute machen. Also mein erster farblicher Impuls wäre, das ist das Gute. Den Hornherold unterstützen und das wäre das Böse, weil es Rot ist. Aber ich hatte ja der Leda hatte ich ja überhaupt erst die Informationen gesteckt und ihr vorgeschlagen, den zu töten. Also ich bin zu ihr und habe gesagt, hier, mach doch mal den platt. Leda ist gerade einfach Invader, deshalb rot, über Moral sagt das erstmal nichts aus. Sie hat dich da so reingequatscht. Du musst Leda sagen, dass er den einen jagen soll. Okay, lass uns das mal storytechnisch ein bisschen einordnen im Chat. Ich gehe mal hier kurz in Ruhe runter und hol mir mal das Item. Was wahrscheinlich einfach völlig nutzlos ist. Überhaupt nicht getroffen. Waren wir denn hier überhaupt schon drin? Ah, warte mal. Lol. Das ist so oft, man hat dann zwei Wege, dann gehe ich den einen Weg nicht. Guckt euch das mal an. So, bevor ich hier irgendwen unterstütze, ich kann ja wohl nochmal rasten dann, oder? Die sind ja wohl nicht weg, wenn ich jetzt raste, oder? Die Wahl ist entscheidend, die Quest geht dann weiter mit den Folgen. Leda hatte den Zauber von Mikella auf sich und du hast den irgendwann gebrochen. Und das Erste, was sie dich fragt, ist, wen sie als Erstes töten soll. Ich kann rasten, ne? Nicht, dass sie dann weg sind. Manchmal gibt es ja so Situationen. Es gibt trotzdem nur eine Wahl, wenn man gut sein will, meine Meinung, sagt Sunshine Butt. Aber welche ist es dann? Wir können auch ein kleines Voting machen, mal so aus Spaß. Ich würde gerne die gute Wahl treffen. Warte. Ich durchblicke die Story nicht zu 100%. Wem helfen? Leda oder dem anderen? Dem anderen da. Keine Frage. Also. Ich lese mal, was ihr so sagt. Lass dich nicht vom Chat beeinflussen. Nee, aber ich will ja... Es geht nicht um Beeinflussung, es geht darum, dass ich verstehen will. Ich will meine Entscheidung treffen, nachdem ich verstanden habe, für was ich mich entscheide und nicht einfach random irgendwas drücken. Ich will eigentlich eine moralisch integere Entscheidung treffen. Das Siegel, was gebrochen ist, war Ledas Verzauberung. Bei Gold ging es... Ist gut nicht relativ in Souls? Ja, auf jeden Fall. Es gibt gar keine gute Wahl. Ja. Hör auf dein Herz.
Nee, das ist Full Holy War Crusader Modus. 67% sagen, dem anderen helfen. Mit welchem Charakter hattest du bis jetzt eine besondere Beziehung eigentlich mit niemandem? Leda glaubt nicht, dass Hornset wirklich für Mikella einsteht, nachdem du ihn vorgeschlagen hast und will ihn jetzt ausschalten. Ja, das Ding ist ja, der Hornset will seine Rache, Leda unterstützt Mikella. Die Wahl für den Loot, oh ja. Die waren beide Mikellas Jünger, aber nach dem Bruch des Zaubers sucht Leda all die Mikella untreu wurden. Der andere will Rache an Mesmer, weil der sein Volk geschändet hat. Leda hält zu Mesmer und will das unterbinden. Wenn du ihm hilfst, machst du die Quest von Leda nicht kaputt. Ah, okay, kommt auf den bevorzugten Loot an. Mhm. Du musst bestimmte NPCs bei Bosskämpfen rufen, sonst geht deren Quest nicht weiter. Auch das noch. Ich habe ja bislang noch nie jemanden gerufen. Leda hält nicht zu Mesmer. Das ist falsch. Was? Leda hält nicht zu Mesmer? Leda ist Fanatiker. Umklatschen. Also ich glaube, die meisten von euch sagen, ich soll dem anderen Johnny da helfen. Es fühlt sich komplett weird an, weil ich habe ja quasi ihr vorgeschlagen, dass sie ihn tötet. Das war ja... mein Vorschlag. Liest Nils eigentlich auch den YouTube-Chat? Oder nur Twitch, fragt Papi. Ja, ich lese beide. Ja, wisst ihr was? Ich habe ein Vote gemacht, ihr habt 67% gesagt, ich soll dem anderen helfen. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich werde das so machen. Ich werde jetzt... ach, ja doch. Die wissen gar nicht, wie sehr die mich nerven. Die wissen das überhaupt nicht, wie sehr die mich nerven. Jetzt kommen die noch hier, werfen die in diesen Bossraum rein. Die trauen sich nicht mal hier, den zu betreten. So. Order 66. Okay. Danke. Theoretisch musst du dich nicht. So. Hilfst du Leda, bekommst du einen Talisman. Hilfst du Hornset, bekommst du eine Kriegsasche. Ja, ich weiß ja natürlich nicht, was besser ist. Ist das ein geiler Talisman? Was ist das für ein Talisman, den man kriegt? Will ich den haben? Was ist das für ein Talisman? Also ich... wenn jetzt der Talisman nicht noch sensationelle Eigenschaften besitzt, werde ich Hornerhold unterstützen. Bislang verstärkt Dash-Angriffe. Naja, ist mir egal. Ich helfe jetzt Hornerhold. Ich komme! Es tut mir leid, dass ich dich verraten habe! In the end, I knew this day would come. The nature of your kind, my son, will always show itself. Give him time. Ey, ich hole den letzten. Not with my business. Sell it. Do not interfere. This is my revenge. Ey, bitteschön, gib mir was. Ich hab dir geholfen. Sag was Nettes. Ohne mich hättest du es nicht geschafft. Schneller Schnitt. Und Leda's Rune. Jetzt ist... Let it be. Verleiht einer Waffe...
gut. Ja, jetzt haben wir es gemacht. Huch. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Ach, du warst da schon die ganze Zeit. Ich erinnere mich an dich. Aber ich habe jetzt kein Interesse an dir. So, aber das heißt aber, jetzt können wir Mesmer machen oder muss ich den jetzt noch rufen? Jetzt haben wir ja schon angefangen, diese Quest hier. So. Die Kriegsasche wird sicher genervt. Die können wir jetzt erstmal ausprobieren. Dann muss ich ihn bei Mesmer rufen, aber dann lege ich ja Mesmer mit Hilfe. Das ist natürlich auch gar nicht so in meiner... Das will ich ja eigentlich gar nicht. So, was haben wir jetzt hier für eine diverse, die wir noch nicht probiert haben. So, Wo ist sie denn? Was? Ach, kann ich die da überhaupt nicht raufmachen eventuell? Warte mal. Das ist ja albern. Passt die nicht aufs Uchi? Oder was ist da los? Nur für Rückhand klingen. Ach so. Aber das wollte ich mal ausprobieren. Macht die nicht so... Macht Blitzen. Aber ist das nicht die, mit der man sich so in die Luft heben kann? Die will ich mal kurz probieren. Okay. Aber die zappelt ja nur nach vorne. Ich dachte, damit kann man... Kann doch nicht der Follow-up sein. Was? Was mache ich falsch? Ich dachte, dass man in die Luft gehoben wird. Na, sieht schon nice aus, so nach vorne. Der hing doch da schon in der Luft gerade. Was ist denn da los? Ach, das sieht nur aus. Okay, das ist der Dash nach vorne. Okay. Und die ist das dann wahrscheinlich, ne? Die probieren wir mal aus. Ja. Das ist schon ganz geil. Ist doch die, oder nicht? Finde ich auch ganz geil. Gerade wenn man gegen jemanden kämpft, wo man dann schnell eine Distanz reduzieren will, ist das schon ganz interessant. Rückhandklingen wären perfekt für dich. Wieso nutzt du sie nicht? Wieso nutzt du deine Rückhandklingen nicht? Das ist eine gute Frage. Warte mal, was denn? Achso, das ist jetzt... Okay, warte. Ich mache erstmal wieder meine Eisasche drauf. Die ist nämlich ganz geil. Und zwar... Nee, das ist die falsche. Diese hier. Frostnebel finde ich schon super. Aber... Warte... Ich habe die Zwillings, also sind nicht die Rückhandklingen. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe, die Rückhandklingen. Hatten wir die? Habe ich gar nicht, oder? Das ist eine neue DLC-Waffe. Ja, hab ich noch nicht, ne?
Kann mal passieren, dass man das nicht hat. It can happen. Das ist die im Chat angesprochene. Ach, das war die, die ich im Startgebiet hab liegen lassen. Ah, okay. Warum habe ich das denn gemacht? Die können wir uns ja mal eben holen. Was war nochmal das erste? War. Ne, nicht da. Das war hier unten. Das war die erste, ne? Grabfeldebene. So, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Von der Ruine im Startgebiet nach Nordosten. Das ist die Ruine. Nordosten ist hier. Hier dann irgendwo. Achso, aber kann ich ja auch. Hätte ich ja auch. Ich da direkt spawnen kann. Ich könnte auch sehr gut Pferde synchronisieren. Es ist oft ein Problem, Pferde in Synchronstudios zu bekommen, weil die oftmals gar kein Interesse daran haben. Und dann dachte ich mir, wieso biete ich mich nicht an? Ein Pferd zu synchronisieren, das ist doch deutlich günstiger. Das ist doch ein Karsten hier, oder? Meint ihr den? Oh, hier ist aber richtig Action. Ah, hi! Ja, die haben hier richtig gerade ein Fest. Oh, ich bin ja so Partypuffer gerade. Das ist die Rückhandklinge. Da haben wir sie schon. Da habe ich aber tatsächlich mal was übersehen. Ja, manchmal übersieht man was auch im Leben. Was können die denn? Oh, okay, krass. Alter Schwede. Die sind natürlich jetzt überhaupt nicht hochgepumpt. Ach, das ist überhaupt gar kein Schaden. Die müssen wir erstmal hochpumpen. Beim Schmiedi McSchmiedenstein. Das geht ja aber recht schnell. Nur Geld. Richtung der Asche bestimmen. So, jetzt 50-50. Nee, falsch. Lille. 50.000 Mark habe ich. Da, die Rückhandklinge. Ich werde ja neulich nochmal prophylaktisch eingekauft, damit ich von allen Schmiedesteinen was habe, wenn ich mal wieder Bock auf irgendwas hab, was Neues ausprobieren will. Oh. So, jetzt machen wir erstmal auf 24.
Wenn das richtig geil ist, können wir nochmal wieder machen, die auf 25. Aber erstmal ausprobieren. Komm, wir gehen mal wieder zurück. Erstmal. Wo wollten wir eigentlich hin? Zu Mesmer. Aber ich kann ja nicht direkt mit den neuen Waffen jetzt gegen Mesmer kämpfen. Das ist ja albern, oder? Wir müssen eigentlich ein bisschen üben mit der Asche, so ein bisschen rumschnetzeln. So. Dann machen wir doch nochmal eine Asche rauf. Und zwar hatten wir die da bekommen, ne? Das war die doch, oder? Schneller Schnitt. War das nicht die Hornscent? Nein, ja. Oh, geil. Was machen wir jetzt? Also entweder solide. Oder. Wieso haben wir denn... Löst Blut aus 108. Ja, wir könnten sie auf... blutig machen. Das sieht, glaube ich, am besten aus. Da machen wir guten Standardschaden und noch 108 Blutverlust. So. Und jetzt gucken wir uns mal, hier sind doch überall so Leute, die Ärger gemacht haben. Das ist übrigens auch echt traurig. Galgen. So, komm mal her, ich will mal was ausprobieren. Du scheinst mir mit deinem Hund gerade richtig zu kommen. Habt ihr das gerade gesehen? Das war auch geil. Ich hatte sie aus Versehen nicht zweihändig, aber... Das war trotzdem geil. Okay, das ist ja vollkommen lächerlich. Oh, das ist ein Topfboy! Ein Glitzer-Topfboy! Oh, ich habe einen Glitzer-Topfboy noch gefunden! Oh, yay! Durch Zufall! Okay. Ah, der L1-Move geht aber nicht mehr. Schade. Ah, dafür ist es ein R1-Move. Okay. Das war eigentlich ganz nice. Okay, aber dann müssen wir die natürlich jetzt eigentlich auch noch auf, wenn wir die jetzt benutzen und für cooler achten, auf 25 bringen eben. Was ist denn die Reichweite von dem Johnny? Ah, das war knapp. Doch, die kann schon Spaß machen. Okay, pass auf, dann lass uns die einmal noch kurz auf 25 bringen. Wir haben ja, glaube ich, noch 6 oder 5 von diesen Drachensteinen. So, jetzt steht die Chance wieder, das ist 50-50, warte. Es gibt noch andere Rückhandklingen. Okay, dann nutzen wir einen von unseren letzten Drachensteinen. Müssen wir eigentlich das Schild, das muss man ja nicht verbessern hier, oder? Bringt ja mir nichts, ne? Okay. Ja. Dann
Müssten wir. Wo war nochmal Mesmer? War der hier oben? Ne, da oben war der, ne? Ja, da ist der, oder? Da ist der drin, der Typ. Den Baum wollte ich noch anschauen. Warte mal, welchen Baum wollte ich noch anschauen? Ach, den Baum. Oh Gott, den Hass. Den. Oh Gott. Und muss ich jetzt aber vor Mesmer diesen Typen da beschwören? Kann ich ja gar nicht. Hattet ihr nicht gesagt, ich muss. Ist das überhaupt Mesmer gewesen? Ich glaube schon, oder? Der ist drin. Im Kampf. Warte, ich. Okay, ich muss ihn. Wow. Okay, ich muss den in der Arena, während ich angegriffen werde, beschwören. Aber das muss ich ja für die Quest machen. Normalerweise würde ich das ja nicht machen wollen. Okay, verstehe. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder 45.000 Seelen. Die werden wir jetzt vielleicht verlieren. Okay, ja komm, wir gehen jetzt einfach einmal rein. Aber ich muss ihn beschwören, weil sonst die Quest nicht weitergeht, oder was? Oder kann ich ihn auch ohne machen? Nur mal kurz, ich muss ihn holen, ne? Sonst ist er beleidigt, weil er will ja Rache nehmen. Und wenn ich ihm die Rache versage sozusagen, dann ist er pissed, ne? Ah, ich habe mein Katana ausgerüstet. Das kann man ja auch rausnehmen einfach. So. Kann ich alles rausnehmen. Muss beim Sieg dabei sein, sonst musst du danach mit ihm reden. Ja, ich kann ja versuchen, ihn zu machen. Was heißt beim Sieg? Ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt überhaupt klappt, ne? Ich jetzt einmal so aus Spaß da rein. Jetzt verlieren wir halt die ganzen Seelen, das ist mir egal. Da ist er ja schon. Ach, der ist mal wieder reingekommen, Mensch. Okay, warte. Er war da auf jeden Fall gerade und hat so richtig gierig gegeiert, dass ich ihn in den Kampf dazu hole. Habe ich aber nicht gemacht. Die Klingen muss ich erstmal checken hier gerade. Schlangen, Mann. Not suffer. In-game Sound ist zu laut. Okay. A Lord devoid of light. No mother. Ist doch noch nichts passiert. Oh nein, nicht die Augen rauskrapschen oder sowas Ekelhaftes. Oh nein, krapscht dir doch nicht ins Auge. Das sind Schlangenaugen. Nein, das. Oh. Warum machst du das denn?
angenehm. Die ekelhaftesten Sachen sind auch immer so ausgeschwärzt, ne? Das war beim anderen Boss auch schon so. Ja, kaputt gemacht. Warum? So scheiße, wie die immer noch mutieren können. Jetzt hat er eine Riesenschlange. Soon tarnished. Jetzt ist eine Albino-Schlange, eben war sie rot. Oh, sie ist. Sie hat sich gehäutet. Sie hat die Kraft an ihn weitergegeben. Könnte man da ins Gehirn reinschauen? Oh, ich weiß nicht, was sie macht! Was macht sie? Okay, das war gemein. Bitte. Nein, sie Schweinegesicht! Ich wollte mich eigentlich heilen, aber okay, ich hätte erst mal gucken sollen, was er macht. Ich war zu erpicht darauf, mich zu heilen. Boah. Okay, das war krass, krass, krass. Wollen wir einmal noch machen? Einmal noch? Vielleicht probieren? Achso, ich hatte ja übrigens den dann noch. Haben wir gar nicht benutzt. Einmal machen wir noch. Aus Spaß. Oh, no, 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 okay. Da hätte ich von ihm weggemusst. So, ich muss morgen früh um 7 aufstehen, deswegen kann ich jetzt nicht mehr so viel machen. Aber ein einziges Mal gehen wir noch rein. Einmal noch aus Spaß. Und dann haben wir ja für die nächste Folge richtig guten Spaß. Na, der verzögerte Nerv. Nein, ich roll da in die Hand die Grabschand rein. Okay, das ist ist auch schon echt spät, ne? Du Schwein. Ja, ich muss einfach mehr an ihn dranbleiben. Mesmer's Flame. So, wir machen an der Stelle mal einen kleinen YouTube-Break, weil ich finde tatsächlich, dass es ein perfekter Cliffhanger ist. Diese neuen Waffen gefallen mir gut. Die muss ich erstmal ein bisschen eintanzen. Ich habe immer noch diesen Impuls, mit L1 zu schlagen, weil mit den beiden Katana hat man halt diese richtig geile Attacke. So, wenn man einmal rollt und im Anschluss L1 drückt, macht er halt diesen Überkreuzschlag mit Blut und Eis. Und das ist schon ganz nice. Reimt sich. Aber die Klingen sind sehr cool. Die sind sehr schnell. Und ich glaube, mit denen habe ich eine Menge Spaß. Wir waren jetzt im ersten Versuch in Phase 2 da oder im zweiten, weiß ich nicht mehr, und sind da ganz gut unterwegs gewesen. Aber ich merke, wie jetzt auch ein bisschen meine Gehirnkraft für diese Folge zu Ende ist. Sie ist fast 3 Stunden lang, die Folge. Deswegen, wenn wir im nächsten Run einfach direkt hier loslegen und Mesmer einfach komplett First Strike kloppen, ihr dürft deswegen nicht die nächste Session verpassen. Bis dann erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. So, der Typ ist